Hallo, ich begrüße euch zum großen Finale der Saison 5. Ja, ich habe schon richtig Angst und bange, was uns da erwartet. Viel Glück. Vier Rennen. Superklasse. Uhuhu. Mal gucken, die Bestenliste. Jaha, was haben wir denn da? Der Flash ist ganz vorne mit dem Königseck auf jeden Fall. Kardion auch gut. Shit. Na, guck, was haben wir hier? 3-9. Das steht auch dabei. Und hier vorne der Flash Gordon. Ja, da hat er ja ordentliche Runden gedreht mit seinem Königseck. Okay. Das waren die Bestenliste. Und wir starten das Rennen. Ich weiß noch nicht, was für ein Auto wir nehmen sollen. Was haltet ihr von... Ja, das hatten wir. Ja. Ja, den Pagani. Ja, den Pagani werden wir fahren. Längster Drift, immer noch 200. Oh ja, okay. Da haben wir uns also nicht verbessert. Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Du weißt, was hinter uns liegt und was dir bei einem Sieg bevorstehen würde. Es wird Zeit, Geschichte zu schreiben. Und wir mit dem Pagani unterwegs. Oh. Und reiß auf die Karre! Wir haben ja nichts zu verlieren. Doch, wir wollen doch Finale. Klasse, der nächste ist auch nicht mehr weit. Oh, da rutscht er auf jeden Fall. Du bist ganz dicht an den Top 3. Oh! Ah, da gibt er auf, da gibt er auf. Komm, ich kriegen wir auch noch. Bruno. Ah. Oh. Ui, ui, ui. Ja. Komm, 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 komm. Ja, vorbei, vorbei, vorbei. Ah, wo... Was war das denn? Wo kam der denn auf einmal her? Okay, Junior, du liegst auf Platz 1. Schnell weg, schnell weg. Ah, fuck, ey, fuck. Was machen wir? Oh. Müssen wir jetzt das Rennen noch mal? Scheiße, ey. Also beim nächsten Mal fahre ich lieber außen. Das war knapp. Aber fast das Auto zerlegt. Hätten wir keinen Rücksetzen gehabt, dann wäre es Schrott gewesen. Halte deine Position, dann hast du gewonnen. Genau. Boah, das ist voll die Mutkurve. Aber der rutscht so ein bisschen. Doll. Anscheinend hast du ein Loch im Kühler. Der Motor ist ziemlich heiß. Sorry. Ja, Leistungsverlust dadurch. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. 2 Runden fahren wir. Okay.
Jetzt müssen wir die Kurve auf jeden Fall besser erwischen, den Tunneleinfahrt. Diesmal bleibe ich links, will nichts riskieren. Läuft doch schon viel. Ah, ohohoho. Alter. Ja, durch Ziel und Erster geworden. 3:21. Ich hab gar, weiß gar nicht mehr, was für Zeiten die besten hatten. Aber 1:35. Eine ganz starke Leistung. Damit führst du die 20 Punkte haben wir. Und wir sind auf 6. Oh. Puh. Das zweite Rennen. Die Straßen von Miami sind unregelmäßig gewölbt. Lass dir das Auto nicht aus der Balance bringen. Das ist Bruce. Ja, das habe ich schon ein bisschen gemerkt. Manchmal. Sei auf der Hut. Wie im letzten Rennen, wo er uns in die Seite gedriftet ist. Letztes Mal hast du dich in Sektor 2 schwer getan. Das muss besser werden. Ah, jetzt haben wir hier einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir Plätze jetzt verloren. Nimm dich mal etwas zurück. Du bist mit Huang kollidiert. Boah. Und beschleunigen. Damit bist du in den Top 3. Aber was machen wir denn hier? Da waren wir wirklich viel zu schnell. Oh, 3 Runden diesmal. Bisschen sauberer fahren. Au. Ach Mann, herrlich. Okay, das war die erste Runde. Mehr davon bitte. Das war die erste Runde. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. Nein! Ich muss aufpassen, wir haben noch 2 Rücksetzer. Feuer frei. Gut, gut. So. Ja. Weiter geht's. Und ja, hier. Oh, die Kurve ist ätzend. Ziemlich uneben. Du bist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Sauber. Ah, jetzt läuft so eingefahren mit dem Auto. Fahren wir jetzt mal hier und dann so quer rüber.
damit wir hier besser die Kurve anbremsen können. Super. Ah nein, da war er weg. Auto ist zu lang. Nein, nein, was machen wir? Ah, haben wir ein gelbes Ausrufezeichen. Ah, da vorne ist das Ziel, schneller! Oh. Oh. 3,48. Ich glaube, die anderen waren bei 3,30 oder sowas. Sehr gut, du führst das Event an. Wir schauen mal. Dexter, ja. Ja, Nismo R34. Erworbene, boah, so viele Autos. In Dubai brauchst du hohes Tempo und einen guten Rhythmus, um optimal von einer Kurve zur nächsten zu kommen. Knack, 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 knack. Wir versuchen es. Wo ist eine Lücke? Wo ist eine Lücke? Wo ist eine Lücke? Wo ist eine Lücke? Du musst die Ruhe bewahren. Du bist mit Barry Hutchison kollidiert. Ach so, heißt die Pflaume. Schön weiter so. Du bist schon am halben Feld vorbei. Push weiter. Ich kann nicht einlegen, Mann! Da vorne ist der Harrison Carter. Der Kampfdrache. Sein Königseck. Müsste mal unbedingt fahren, den Königseck. Ich gebe euch einen Tipp, baut Spritzräder an. Da muss man richtig schon fahren können, um den zu beherrschen. Ansonsten natürlich der Bugatti Veyron. Eine gute Wahl, Alternative. Halte deine Position, dann hast du gewonnen. Letzte Runde. Gut, 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 du hast gut, gut. 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. Gut, 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 gut. Ja. Einmal über die Promenade nochmal. Schön an den Fans. Du hast 10 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Das ist eine Menge Luft. Was machen die denn da? Ey? Können hier aber kein Auto fahren. Oh oh, wir auch nicht. Das war wieder typisch mein Fahrstil. Mann, Mann, Mann. Total schlecht. So, noch einmal. Bam. 3,11. Kann sich sehen lassen. 3,12.
eine ganz starke Leistung. Damit führst du die Eventwertung an. Eins kommt noch. Na, fünfter. Ah ja, schade, 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 schade. Was kommt jetzt? Ist das jetzt das letzte Rennen hier? Alles ist sehr schmal hier. Lass dich nicht einklemmen. Viel Glück. Bruno Silva steht auf Pole. Er will sich sicher schnell absetzen. Hefte dich an seine Fersen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Alles oder nichts. Du hattest Glück, dass du darin nicht verwickelt wurdest. Klar. Und wieder durchbeschleunigen. Komm, 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 komm! Ich weiß nicht, ich fahre mal den hinterher. Wow! Jetzt hier lang. Die anderen fahren alle außen, egal, wir fahren hier lang. Das bedeutet Platz 2. Sauber. Und 3 Runden Zeit sogar. 2 Runden noch. Boah, hier rutscht er. Da war das viel angenehmer vorhin mit dem Mercedes. Ah! Komm, den schnappen wir uns noch. Keine Fehler. Den schnappen. Liegt nur 5 Sekunden hinter dir. Ja, wir wollen nicht den dritten, wir wollen den ersten nach vorne. Ja, 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 wir haben einen Überschuss. Okay, Junior, das ist die Führung. Jetzt verteidige sie. Ich fahre jetzt mal hier lang. Ah, ich weiß nicht, was besser ist, aber ich fahre meistens hier. In der letzten Runde können wir ja mal die andere Spur fahren, wenn ich daran denke. Oh nein! Oh. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Oh nein, nicht schon wieder. Übersteuert er immer. Und nur eine Sekunde ist er hinter uns. Können wir uns nicht absetzen. Oh, oh. Nochmal hier lang. Ah, ich glaube, ja, fast die andere Spur ist besser. Und hier fahren wir jetzt auch mal außen. Nicht über die Poller fahren da. Die halten euch mega auf. Und ja. Platz 1. 3,35. Okay. Du hast deine Spitzenplatzierung in der Wertung. Lass sie dir nicht wieder abjagen. Huh. Und 9, naja, naja, okay. War okay mit dem Auto, sag ich. Okay. Die Straßen hier sind breit.
Nutz alle Auslaufzonen, um den Speed hochzuhalten. Dieses Rennen ist die Krönung all dessen, was du bisher erreicht hast. Wenn du zurückfällst, kämpf dich wieder vor. Wenn du dich rausdrehst, push noch härter. Wenn du Zweiter bist, werde Erster. Es geht um alles, Junge. Du musst nur zugreifen. Sei zu Rennbeginn etwas geduldiger. Du hast das ganze Rennen Zeit, um nach vorne zu kommen. Wir probieren's. Super, super. Ah, Mann, 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 das war ein bisschen hart. Komm, go, 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 go. Dritter Platz, push weiter. Ah, Scheiße. Ich glaube, das Auto ist jetzt kaputt. Das hört sich verdammt so an. Der Auspuff. Auf jeden Fall hat der Sound sich verändert. Ah. Komm vorbei, ja, vorbei. Oh. Das ist Platz 2. Kämpf weiter. Komm, 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 komm. Das war dein Auspuff. Das Beschleunigen wird jetzt schwerer werden. Zwei Runden noch. Ah, jetzt bremst er, ihr blockiert er hier. Du musst deinen 5-Sekunden-Vorsprung weiter ausbauen. Der Drittplatzierte kann dir noch gefährlich werden. Voll mal das ganze Gespringe hier. Ah, jetzt müssen wir mal Gas geben, dass wir den letzten auch noch schaffen. Mit einer Rundenzeit. Schön, schön. Das war eng an der Mauer. Haben wir ihn abgehängt? Durchbeschleunigen. Sauber. Und hier hart bremsen. Eins, 35. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir haben unser Ziel erreicht. Du hast gerade ein Ziel abgehakt. Das macht sich gut. Mal sehen, was die Gesamtzeit nachher sagt. Und wo wir uns platzieren. Ah, oh, so, da wäre das doch nichts. Muss ja nachher erstmal nochmal gucken, auf was die gestellt sind. Irgendwie sind die schon wieder so schwach. Eigentlich fahre ich doch auf schwer. Kommt mir nicht wie schwer vor. Du liegst 5 Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. So, und die letzten. Kurven nähern uns sich.
Oh nein, 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 nein. Au, 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 au. Die Runde ist nicht ganz so gut diesmal. Aber eine 1,39. Und eine Zielvorgabe erfüllt. Das war's doch. 5,2. Nicht zu fassen. Der größte Sieg aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie du mit dem bevorstehenden Rummel als Superstar umgehen wirst. Oh, und sogar so schlecht. Aber vergiss bitte deinen treuen Ingenieur nicht. Du hast es geschafft, Mann. Ja. Wir haben es geschafft. Bam! Exklusiv WSR. Finish! 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 Ivan, Lance und hier und da und jene. Mustang, bam, Auto Express. Wir haben es, glaube ich. One Driver. Jens Button, 2018, Best Driver. Ja. Ich lasse nochmal den Abspann hochlaufen. Damit haben wir das Spiel durchgespielt. Ja, ein kleines Fazit noch von mir. Ja, was kann ich dazu sagen? Es bringt Spaß. Ist ein bisschen sehr driftig, das Spiel. Multiplayer, wenn man die richtigen Leute hat. Und keine Crash-Kiddies. Ja, dann bringt auch der Multiplayer richtig Laune. RaceNet kann man sich natürlich auch mit den Besten messen. Von seinen Freunden, die das Spiel auch besitzen. Grafik habt ihr ja gesehen. Ja, man kann sich auch sehen lassen. Also ich mag das Spiel. Aber damals war es auf jeden Fall der richtige Burner. Ach ja, als nächstes Projekt, ich weiß noch gar nicht, habe mir noch gar nicht so was Richtiges vorgenommen. Halt, ich werde mich jetzt verschärft auf Grid Autosport spezialisieren, damit wir da die Karriere auch durchschaffen. Je nachdem, ich muss aber noch mal gucken, wie ist das, aber ja, langweilig, ich weiß nicht, das wiederholt sich mal alles. Man muss jedes Rennen 3-4 Mal fahren. Naja, na schauen wir mal, was wir da noch so machen können. Aber Multiplayer werde ich wohl dann nochmal auf jeden Fall weiterspielen. Genauso wie Euro Truck Simulator im Multiplayer. Ja. Und demnächst wird wohl mal was anderes kommen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, von Limbo, das Spiel. Habe ich auch bei Steam. Da so ein bisschen Grusel, Fantasy, Rätsel, Spaß machen. Ne? Mit dem kleinen Jungen seine verschwundene Schwester finden. Ja.
Auf jeden Fall, dranbleiben lohnt sich bei mir. Es kommt immer wieder was Neues. Vielleicht auch demnächst mal wieder Spin Tires, hat mich der Stefan gefragt. Wollen wir mal wieder Spin Tires spielen? Das war auch lustig da, mit den LKWs durch die Wallapampa, über Matsch und Stock und Stein. Flüsse, Wälder. War geil. Polnischer Sprecher, italienischer. Ja, jetzt kommen die ganzen Sprachen. Auf was ich mich auf jeden Fall ganz freue, ist, in ein paar Monaten kommt raus erstes Mal Project Cars. Ja, der Knaller schlechthin. Da lasse ich mich echt mal überraschen. Denn The Crew hatte ich ja schon mal die Beta mitgemacht, die zweite Beta, habe ich im K gewonnen. Meinen eigenen habe ich denn, den ich einen Tag später gekriegt habe, weitergegeben. Brauchte ich ja nicht mehr. Und ja, The Crew. Ah, das wird noch was. Was gibt's denn noch Schönes? Ja, natürlich, GTA 5 ist angesagt worden für den PC. Jetzt nächsten Monat kommt das DLC auch raus für Euro Truck Simulator 2. Skandinavien-Pack. Dänemark und weiter hoch wird gefahren. Ja. Alle schöne Sachen, die ich natürlich, wo ich euch gerne mal mitnehmen will. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Reinschalten, dass ihr so lange dran geblieben seid. Verzeiht meine Fehler, meine Versprechen. Ja, kommt nun mal vor. Endplatzierung 1. Erfüllte Ziele 1. Und wir sind, ich weiß gar nicht, das sind 30 Millionen. Top, oder gibt es hier noch mehr? Nein, 30, 31. 35. Ist 35 das Maximum, weil wir sind ja nicht immer Erster geworden. Ich weiß es gar nicht. Ja, was fehlt hier jetzt am Ende? Der Patrick hätte uns ja auf jeden Fall nochmal gratulieren können. Aber sonst ein super tolles Spiel gewesen. Hat Laune gemacht. Werde ich auch wohl mal hin und wieder nochmal so nebenbei fahren. Aber sonst, ja. Kaufempfehlung, wenn es mal wieder bei Steam Summer Sale, Sommer, Herbst, wie auch immer Sale ist, schlagt mal zu. Also es bringt Laune. Wenn eure Freunde schon haben, könnt ihr das ja mal besorgen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachspielen oder sonst wie auch immer fahren bei Grid 2. Ich wünsche euch noch was. Bis bald, euer Jens. Tschüss.